Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir ja mal wieder einen etwas preiswerteren Duft im Blick. Die dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ihr wissen wollt, um was es sich handelt, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, auch auf dem Weg nochmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr hier seid. Mein Name ist Martin und hier dreht sich alles um das Thema Parfüm. Ja, wie vor dem Intro schon besprochen, müssen wir uns auch mal wieder um preiswertere Düfte kümmern. Wir können uns hier nicht immer die Xiatschow Om für 600 Euro oder was auch immer anschauen. Das werde ich auch in Zukunft so handhaben, dass wir, wenn wir uns natürlich etwas preiswertere bzw. etwas höherpreisige Nischen Düfte anschauen, dass wir dann auch in kommenden Videos natürlich da die preiswerteren Düfte nicht aus dem Blick lassen. Und deswegen schauen wir uns heute einen Duft an, der mir ganz stark am Herzen liegt, weil das mit einer meiner absoluten Lieblingsdüfte ist neben Fahrenheit. Ich würde so sagen, der steht wahrscheinlich so auf einer Stufe mit Fahrenheit. Leute, die mich kennen, wissen, Fahrenheit ist für mich so der Inbegriff des Parfüms schlechthin. Auch in der aktuellen Formulierung ist meiner Meinung nach immer noch ein ausgezeichneter Duft. Und auf dem gleichen Level steht für mich ein Duft und den zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das der Tracanoir von Guy Laroche. Der Tracanoir ist für mich das Aushängeschild, wenn es um das Thema Fougères geht, also um das Thema Barbershop-Düfte. Düfte, die nach Rasierschaum riechen, nach Lavendel, nach Eichenmoos. Da ist für mich ganz klar der Tracanoir der ungeschlagene King, auch wenn es natürlich ein paar andere tolle Düfte gibt aus dem Genre, über die wir dann in der Zukunft natürlich auch noch sprechen werden. Aber der Tracanoir, der begleitet mich im Grunde genommen mein halbes Leben schon. Das ist ein Duft, den mein Vater früher getragen hat, den ich oft an ihn gerochen habe. Das ist ein Duft, den ich dann irgendwie auch mit meiner Kindheit verbinde. Und deswegen ist das für mich ein ganz besonderer Duft und über den sprechen wir heute. Ja, und wir werden nicht nur über den Tracanoir sprechen, denn der Tracanoir, so wunderschön er auch ist, hat ein riesengroßes Problem und das ist ein Elefant, der im Raum steht und den wir nicht übersehen können. Das Problem ist, dass Tracanoir in der aktuellen Formulierung, die uns hier vorliegt, die also auch in den Läden ist, beziehungsweise die auch im Internet vertrieben wird, absolut schwach auf der Brust ist. Also das war mal ein Duft, der jetzt nie unbedingt wirklich ein absoluter Beast-Mode-Duft war, aber der hat schon so seine 8-9 Stunden gehalten früher in den 90ern und auch in den frühen 2000ern noch. Und dann wurde der irgendwann von Guy Laroche leider komplett verwässert. Das heißt, der hält, ich will es nicht überspitzen, aber wenn ich mir ein 4711 Erfrischungstuch nehme und mir das auf die Haut streiche, dann hält das länger als der aktuelle Tracanoir. Und das ist leider sehr, sehr traurig. Aber das Gute ist, wir haben dafür eine Lösung. Das heißt, es gibt eine Lösung, um den alten Tracanoir in seinem alten Glanz hier wieder zu haben. Und darüber sprechen wir auch. Als erstes schauen wir uns aber mal ein paar Informationen zum Tracanoir an. Ja, der Tracanoir von Guy Laroche ist 1982 schon erschienen und stammt, jetzt muss ich wieder spicken, damit ich mich nicht komplett wieder wie beim letzten Video blamiere, wo ich aus einer Parfümeurin dann auf einmal einen Parfümeur gemacht habe. Der Tracanoir stammt von Pierre Varnier. Der Pierre Varnier, können wir jetzt auch mal gleich nochmal zusammen drauf gucken, wo ich gerade auf Parfumo bin, hat unter anderem auch, ja, zum Beispiel von Victor und Rolf den Antidote gemacht, der ganz gut ist. Den Boss Number One, das ist auch ein Klassiker, den ihr euch auch mal auf die Wunschliste setzen könnt, denn das ist auch ein richtig schöner Oldschool 80er Jahre Klassiker mit richtig schön viel Bums. Der ist auch toll. Der hat zum Beispiel auch das Eau de Cologne von Baldassarini gemacht. Das ist auch ein Duft, den nicht viele auf dem Schirm haben. Er hat unter anderem, das sehe ich jetzt wirklich auch erst gerade, den L'Homme von Yves Saint Laurent gemacht. Ich bin kein großer Designer-Fan mehr. Aber der L'Homme ist ein wunderschöner, Ingwer-basierter, frischer Duft. Den hat er auch gemacht. Er hat auch La Nuit de L'Homme gemacht. Gut, davon halte ich ehrlich gesagt persönlich nicht so viel. Ist nicht meine Art von Duft. Dann hat er von Van Giels den Pour Homme gemacht. Das ist auch ein schöner 80er Jahre Powerhouse-Duft. Und ja, also der Herr ist für einige schöne Düfte bekannt.
Das Highlight aber ganz klar der Drakkar Noir, und der ist, wie schon erwähnt, 82 erschienen. Da war ich ehrlich gesagt ja wahrscheinlich noch nicht mal geplant. Da war ich wahrscheinlich noch das Funkeln im Auge meines Vaters. Aber ja, 82 rausgekommen. Heute immer noch erhältlich, leider, und das hat man schon besprochen, mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Das heißt, der hat eine Haltbarkeit mittlerweile, die ist sowas von abgrundtief schlecht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Reformulierung gibt, die so schlimm ist, wie die von dem Drakkar Noir. Also, wenn man den sich wirklich in der aktuellen Formulierung aufsprüht, ist der nach 2, 3, maximal 4 Stunden weg. Und da könnt ihr 10-mal sprühen, es wird nicht mehr. Der ist dann ja die ersten 1, 2 Stunden, wenn ihr viel, viel mehr sprüht, einfach stärker. In der Luft auch und auch in der Projektion ein bisschen. Aber der hält auf der Haut einfach nicht länger. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, dass der so schnell verfliegt. Aber wie gesagt, da ist ein, ja, da ist ein 4711 Erfrischungstuch länger anhaltend. Aber wir machen jetzt Folgendes. Ich zeige euch mal von dem Drakkar Noir ein paar Aufnahmen von dem Flakon, ein paar Nahaufnahmen, und dann besprechen wir die Duftpyramide von dem Duft, die Duftbeschreibung, und dann kommt das eigentliche Highlight von dem Video meiner Meinung nach, und zwar die Alternative zum Drakkar Noir in einer richtig schönen, ich sag mal, leistungsstarken Variante, und die schauen wir uns alles nach dem nächsten Video an. Ja, der Drakkar Noir Flakon ist, denke ich mal, relativ ikonisch. In diesem komplett schwarz gehalten, nur vorne mit der weißen Schrift, Drakkar Noir. Verschlusskappe, leider aus Plastik. Sprühkopf auch nicht hochwertig, also da sehen wir, dass wir hier wirklich einen preiswerten Duft haben. Im Grunde genommen sieht man einfach nur bei dem Sprühkopf oben den Crimp, das heißt, da wo der Sprühkopf dann mit dem Flakon verbunden wird. Auf der Rückseite haben wir ein paar Informationen zum Duft. Ich habe hier in dem Fall die 100 ml Flakon Variante. Ich kann euch auch meinen Batchcode sagen für die Leute, die das interessiert. Das ist 38T300U. Den habe ich letztes Jahr gekauft. Den habe ich letztes Jahr gekauft, als mir mein Alter ausgegangen ist. Und ja, flakontechnisch liegt der schön in der Hand. Ich zeige euch danach in der Nahaufnahme auch nochmal die Qualität des Sprühers. Da kann man sich hier bei so einem preiswerten Duft auch nicht beschweren, aber ihr könnt jetzt, sage ich mal, von der Verarbeitungsqualität, speziell von der Kappe, nicht wirklich Wunder erwarten. Die wirkt einfach sehr, sehr billig. Ihr seht es hier wahrscheinlich, wie ich die zusammendrücken kann. Gut, da muss man Abstriche machen. Interessiert mich bei einem so preiswerten Duft dann ehrlich gesagt auch nicht so sehr. Wenn ich den Xerchow Om in der Hand habe, da will ich auch merken, dass ich wirklich für mein Geld Qualität im Flakon bekomme, beziehungsweise auch am Sprüher. Aber hier bei so einem preiswerten Chibi muss man dann letztendlich über diese Fertigungs- bzw. über diese Produktionsschwächen ein bisschen hinwegsehen. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal die Duftpyramide zusammen auf Parfumo von dem Drakkar Noir an. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal zweimal zurückgehen, und dann sehen wir, relativ vollgepackt, das ist so das Merkmal aus den 80ern, da wurde im Grunde genommen alles, was zur Verfügung stand, reingehauen. Ich lese euch jetzt hier nur einen Auszug vor, ich blende euch die Duftpyramide nochmal ein. Wir haben in der Kopfnote unter anderem Artemisia, Basilikum, Bergamotte, Lavendel. In der Herznote dann Gartennelke, Jasmin, Koriander, Wacholder, Zimt. In der Basis Amber, Eichenmus, Leder, Patchouli und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich blende euch die gesamte Duftpyramide ein. Da können wir dann nochmal zusammen drauf gucken. Macht in dem Fall jetzt aber nicht so viel Sinn, denn wir machen jetzt Folgendes. Ich habe hier einen Teststreifen und wir sprühen uns mal den Drakkar Noir in der aktuellen Formulierung auf. Und dann seht ihr auch nochmal die Qualität von dem Sprüher. Die ist ganz gut. Sprühnebel ist relativ fein, so wie ich das eigentlich ganz gerne mag. Ich sehe gerade, der hat ja auch ein bisschen getropft. Und dann riechen wir einfach mal. Und dann, das ist einfach für mich auch nach den, auch wirklich nach all den Jahren, immer wieder einfach ein wunderschönes Erlebnis, den Drakkar Noir zu riechen. Das ist, so stelle ich mir wirklich einfach Rasierschaum bzw. Rasiercreme vor. Das ist ein wunderbares Arrangement, wie gesagt, aus diesen Noten. Lavendel, klar, muss in einem Barbershop-Duft drin sein. Eichenmoos, hier in dem Fall kein echtes mehr. Da können wir uns bei den entsprechenden, ja, bei den entsprechenden Herren von den IFRA-Leuten bedanken, die uns diese ganzen Vorgaben für Düfte setzen. Und ja, wir haben hier einfach wirklich einen absolut
absolut smooth. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also der Duft ist absolut smooth. Der ist wunderbar rund. Da ist nichts Eckiges. Also der ist wirklich so, da sind die Noten einfach wirklich so perfekt miteinander verwoben. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Parfümeur meiner Meinung nach hier ein absolutes Meisterwerk geschaffen. Man riecht im Opening ganz leicht im Hintergrund so was leicht Zitrisches. Das wird die Zitrone sein oder vielleicht auch die Bergamotte, die wir da riechen. Absolut toll. Wunderbar sanft. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, das Problem ist mit dem Tracanoa, mit der Reformulierung, dass man nicht wirklich viel am eigentlichen Parfüm geändert hat. Denn der riecht, so wie ich das empfinde, immer noch sehr, sehr ähnlich zum Tracanoa aus der früheren Zeit. Aber wie gesagt, die Haltbarkeit ist unter aller Sau. Und ja, wir haben hier, wie gesagt, einen ganz, ganz klassischen Fougère. Ein Barbershop-Duft, der auf Lavendel setzt, der auf Eichenmoos setzt, der einfach einem wirklich das Gefühl von einem frisch rasierten Gesicht gibt, der einem das Gefühl von einer frischen Nassrasur gibt, wie man das aus Barbershops kennt. Ja gut, ich glaube, das ist heutzutage ein Thema, was aus der Zeit gefallen ist, weil heutzutage gehen die wenigsten wirklich noch zum Rasieren, zum Barbier. Die Leute, die das vielleicht von früher noch kennen, die werden diesen Duft bzw. diese Duftrichtung, das heißt die Fougères, einfach mit diesem Geruch verbinden. Und das ist wirklich ein absolut wunderschöner Geruch. Haltbarkeit, da kommen wir jetzt ganz kurz dazu, bevor wir den Haken an den Tracanoa machen. Haltbarkeit von dem, aktuelle Formulierung, 3, maximal 4 Stunden. Da könnt ihr sprühen, bis ihr lustig werdet. Das wird nicht mehr, wenn ihr der 20 Mal sprüht, dann ist er die erste 1-2 Stunden ein bisschen potenter, strahlt ein bisschen mehr ab und wird aber die Haltbarkeit nicht merkbar herauszögern. Also nach 3-4 Stunden geht dem Tracanoa hier in der aktuellen Reformulierung leider die Puste aus, aber es gibt eine Lösung dafür. Und zwar gibt es, das muss ich nochmal spicken, von der Marke Alrehab gibt es ein Parfüm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also da war die Marketingabteilung von Alrehab sowas von gewieft. Die haben sich gesagt, wie nennen wir den Duft? Wir nennen ihn einfach Dakar. Also wir reden jetzt ja auch noch ganz kurz über den Dakar von Alrehab. Das ist ein, so wie ich das verstanden habe, ein Parfümhaus aus den Arabischen Emiraten. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, relativ preiswerte Düfte rauszubringen. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, uns großen Fans von Tracanoa den Ursprungs-Tracanoa wieder zurückzubringen. Und genau das ist er. Der Alrehab Dakar ist, so wie ich das empfinde, ein 1:1 Klon von Tracanoa. Und bevor wir jetzt weiter über den Duft sprechen und wir gucken uns den Duft da jetzt nochmal im Detail an, noch ein ganz kleiner Hinweis von mir zum Thema Klone, Dupes, 1:1 Kopien. Ich bin persönlich kein Fan von 1:1 Kopien. Ich bin kein Fan von Dupes. Ich bin kein Fan von Kopien. Ich bin immer der Meinung, wenn es das Original gibt, dann sollte man zu dem Original greifen. Das hat es verdient. Es sei denn, und jetzt kommen wir zu ein paar Ausnahmen. Es sei denn, es ist ein Duft, der eingestellt wurde. Zumindest sehe ich das persönlich so. Wenn es ein Duft ist, der eingestellt wurde und den ich einfach nirgendwo mehr kriegen kann, dann greife ich zum Dupe. Ganz klar. Ist für mich vollkommen legitim, denn ich verstehe in den wenigsten Fällen, warum Hersteller Düfte einstellen. Das muss nicht immer zwangsweise was mit dem finanziellen Aspekt zu tun haben. Deswegen finde ich es persönlich nicht schlimm, wenn man sich einen Dupe kauft von einem eingestellten Duft. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sich in diesem Fall hier einen Dupe von einem Duft kauft, der früher einfach mal bedeutend stärker war. Und jetzt reden wir hier nicht über, war Aventus früher 2 Stunden länger haltbar? Welcher Batch von Aventus war länger haltbar? Das interessiert mich persönlich nicht. Ich rede hier wirklich von Klassikern, Düfte, die es seit 30 Jahren gibt, die wir kennen, die wir auch über die gesamte Zeit kennen und bei denen wir uns ganz klar sicher sind, die haben früher anders gerochen, beziehungsweise die waren früher stärker. Und dann ist es für mich absolut legitim, wenn ich sage, ich kaufe mir da einen Dupe bzw. eine Kopie von einem Duft, der einfach nicht mehr die Haltbarkeit hat. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da gehen mir die Hersteller, also da geht mir ehrlich gesagt Guy La Roche
am allerwertesten vorbei. Wenn die jetzt sagen, ja, da gehen uns aber die Verkaufszahlen in den Keller, das interessiert mich nicht. Ihr müsst den Duft nicht so verschandeln, wie er jetzt aktuell gerade in der Haltbarkeit ist. Deswegen ist es vollkommen richtig, wenn da die Leute zu Dupes greifen, um sich den Duft, den sie über all die Jahre lieben gelernt haben, den Duft sich wieder so zurückzuholen, wie sie ihn früher gekannt haben. Deswegen, das war nur ganz kurz mein Standpunkt zum Thema Dupes. Wie gesagt, bin sonst kein großer Fan davon. Am schlimmsten finde ich ehrlich gesagt so Marken wie, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen soll. Es gibt genug Woodwood-Klone, die wirklich versuchen, eins zu eins Woodwood nachzumachen. Da gibt es unter anderem das Haus Fragrance Dubois, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das finde ich peinlich, dass man da einen vorhandenen Duft, der auf dem Markt ist, einfach nur eins zu eins kopiert und dann aber sagt als Verkaufsargument, ja, unser Duft ist aber stärker. Ja, gut. Ist nur meine Sichtweise der Dinge. Das könnt ihr natürlich so sehen, wie ihr wollt. Das kann jeder halten, wie er will. Deswegen nur ganz kurz der Hinweis von meiner Seite. Wir schauen uns jetzt nochmal den Dakar El Rehab in der Nahaufnahme an. Ich blende euch nochmal ein paar Aufnahmen von dem Flakon ein und dann besprechen wir den Duft auch nochmal. Ja, der El Rehab Flakon hier von Dakar, relativ schlicht gehalten. Form, ja gut, muss man jetzt nicht unbedingt mögen. Kappe ist Plastik. Sprühkopf oben, aber zumindest hält man sich da relativ nah an das Original. Dakar Noir ist auch einfach nur oben auf den Flakon drauf gekrimmt. Allerdings, und das zeige ich euch gleich, wenn wir uns den auch nochmal aufsprühen, hat der, und das verstehe ich nicht, wie solche Hersteller die Düfte für 10 Euro verkaufen, wie die das schaffen, dass die Sprüher haben, die richtig, richtig gut sind. Und dann gibt es Nischendüfte, wie zum Beispiel Tiziana Terenzi vom Foconero, wo der Sprüher so unfassbar beschissen ist, dass ich den am liebsten zurückschicken würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, hier Flakon, ja, ist nichts Besonderes, liegt schön in der Hand. Hier haben wir 50 ml drin, ist übrigens eine Eau de Parfum-Variante. Und dazu kommen wir jetzt auch nochmal, wenn wir uns die Informationen zu dem Duft anschauen. Ja, wir schauen uns nochmal ganz kurz ein paar Informationen zu dem Dakar von El Rehab an. Da gibt es ehrlich gesagt nicht viel bei Parfumo. Also wir haben hier Informationen, das kann ich euch sagen, das ist ein Eau de Parfum. Das ist erscheinungsjahr unbekannt, gibt es nichts zu finden. Ich blende euch mal ganz kurz die Duftpyramide ein, dann können wir das auch schnell abhaken. Wir haben hier eine Duftpyramide, die komplett anders aussieht als die von Dakar Noir und trotzdem ist der Duft 1 zu 1. Fragt mich nicht wie, ob die Duftpyramide jetzt vielleicht einfach nur eine fiktive ist. Wir haben hier jedenfalls als Duftnoten drin Amber, indonesisches Oud, falsch, indisches Oud, Myrrhe, Salbei und Sandelholz. Ja, und das sind die 5 Noten, die den Dakar ausmachen. Und der riecht wirklich 1 zu 1 wie Dakar Noir. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich habe hier noch einen Teststreifen. Da zeige ich euch nämlich auch gleich die Qualität von dem Sprüher. Achtung, die ist nämlich wirklich absolut legendär, um es mit Barney Stinson zu sagen. Und wir haben den anderen Teststreifen jetzt noch hier. Die riechen, es ist immer schwer zu sagen, die riechen hundertprozentig gleich, weil dann gibt es wieder irgendwelche Experten, die sagen, ja, aber im späten Drydown nach 3 Stunden ist das Eichenmoos beim Original ein Ticken ausgeprägter. Es mag so sein, wenn ich die beiden nebeneinander rieche, ich kann nur ganz, ganz schwer einen Unterschied rausriechen. Wenn jetzt mir irgendjemand die Augen verbinden würde und würde mir die zwei Düfte hinhalten und müsste sagen, welches ist das Original, ich könnte es nicht rausriechen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So nah ist der Dakar am Original dran. Deswegen legen wir den geknickten hier, das Original, streifen nochmal weg und ja, der ist, ich muss euch jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht viel über den Duft noch erzählen, weil das, was ich euch zu dem Dakar Noir gesagt habe, das könnt ihr 1 zu 1 zu dem Dakar jetzt hier auch übernehmen. Wunderschöner, richtig schöner, frischer, sauberer Fougère, der auf Eichenmoos setzt, auch wenn es gar nicht drin ist, aber rieche ich raus. Der auf Lavendel setzt. Einfach ein ganz wunderbarer, schöner, frischer, maskuliner Herrenduft. So, jetzt haben wir hier aber den großen Unterschied, dass der Dakar von El Rehab 8-9-10 Stunden hält.
Und genau das ist der Grund, warum ich mir den gekauft habe, weil ich habe keinen Bock, den Tracar Noir Flakon immer mitzuschleppen ins Büro, damit ich den nach 3-4 Stunden nochmal neu sprühen kann. Ein Arbeitstag hat in der Regel 8-9 Stunden, je nachdem. Da möchte ich einen Duft haben, der mich über den ganzen Arbeitstag begleitet. Und das schafft der aktuelle Tracar Noir nicht. Und deswegen habe ich mir den Dakar geholt, weil ich einfach gespannt war, weil ich viel darüber auch im Internet gelesen habe. Es gibt, das kann ich euch gleich nochmal einblenden, es gibt auch einen anderen sehr, sehr preiswerten Duft, und zwar den Lomani Pur Homme. Der riecht auch sehr, sehr ähnlich zum Tracar Noir. Ist sogar noch billiger als der Tracar Noir bei Discountern. Ich glaube, den kriegt man auch so um die 10 Euro. Allerdings hält er auch nicht viel länger als die aktuelle Formulierung vom Tracar Noir. Der ist also nach 4-5 Stunden weg. Der Dakar 8, 9, 10 Stunden, gar kein Problem. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der ganz interessant ist. Es gibt von dem Dakar auch noch ein reines Parfümöl. Das heißt, da ist kein Alkohol drin, also wirklich nur das reine Parfümöl. Und ich mache es ehrlich gesagt so, das kann ich euch als kleinen Tipp geben. Ich mache mir das Parfümöl von dem Dakar, mache ich mir als Grundlage, also sozusagen als Grundlayer auf die Haut. Und dann sprühe ich nochmal 2 Sprühstöße von dem Parfüm, also von dem Eau de Parfum, hinterher, dass ich also mehr oder weniger mir den Original Tracar Noir zurecht leere, also wie gesagt, erst als Grundlage. Ich zeige euch auch nochmal gleich eine Nahaufnahme jetzt einfach von dem Parfümöl. Der hat oben so einen Roller, den könnt ihr euch auf die Haut rollen. Riecht nahezu identisch zum Eau de Parfum. Dann habt ihr da die Grundlage, denn diese Parfümöle haben eine extreme Haltbarkeit. Also das Parfümöl hält auf meiner Haut 12 Stunden, hat allerdings das Problem, dass er nicht stark projiziert. Das heißt, das ist im Grunde genommen von Beginn an fast ein hautnaher Duft. Was ihr aber machen könnt, wenn ihr dann über diesen Grundlayer einfach nochmal 1-2 Sprühstöße von dem Eau de Parfum gebt, dann habt ihr hier eine absolut massive Haltbarkeit für euren geliebten Tracar Noir. Und ja, müsst euch nicht mehr mit dieser schlechten Haltbarkeit vom Original rumärgern. Wie gesagt, es ärgert mich auch ein bisschen, dass ich diesen Umweg gehen muss. Letztendlich ist es aber so, ich muss das machen, was mir am ehesten gefällt, beziehungsweise was mir am ehesten zusagt. Und das ist in dem Fall halt einfach ein Tracar Noir Geruch, der lange hält. Deswegen, so leid es mir tut, das Original hat leider ausgedient. Der wird immer in meiner Sammlung bleiben. Und der wird auch sicherlich mit der Zeit irgendwann mal leerer werden. Aber der hier, der Dakar von Al Rehab, ist einfach die bessere Alternative, wenn ihr diesen Duft liebt. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, ihr könnt auch das Parfümöl von dem Dakar euch als Grundlayer auf die Haut machen und sprüht etwas Tracar Noir im Original darüber. Dann hält er 6 Stunden, beziehungsweise dann habt ihr eine Projektion von 1-2 Stunden, der wird dann hautnah, und dann habt ihr die nächsten 6, 7, 8, 9, 10 Stunden aber immer noch das Parfümöl auf der Haut. Und ich denke, das ist eine relativ gute Alternative. Ja, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Preis. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Der 50 Milliliter Flakon vom Dakar von Al Rehab kostet im Schnitt 13, 14 Euro. Also wirklich ein absolut preiswerter Duft. Das Parfümöl ist, glaube ich, sogar noch billiger. Ich glaube, hier in diesem etwas größeren sind 6 Milliliter drin. Das hält ewig, das kriegt ihr nicht so schnell leer. Ich glaube, das kostet auch 10, 15 Euro. Also ihr macht hier preislich sogar noch den besseren Schnitt, weil Tracar Noir ist im Original teurer. Selbst wenn er bei Discountern auch so um die 20, 25 Euro liegt, mit dem Al Rehab Dakar fahrt ihr auch noch preiswert günstiger, habt den gleichen Duft, der hält länger. Was wollt ihr mehr? Also deswegen, wir sind hier am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch den Duft bzw. meine Liebe zu Tracar Noir ein bisschen näher bringen, aber euch auch gleichzeitig erklären, warum es aktuell eigentlich keinen Sinn macht, sich den Duft zu kaufen, wenn es diese perfekte Alternative gibt. Und es würde mich interessieren, ob ihr den Dakar schon gerochen habt und ob der euch auch so gut gefallen hat,
Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wir sehen uns wie immer, hoffe ich zumindest, beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Also macht's gut.